wie ich hier fortfahre. Ne, ich gucke jetzt das Bild nichts mehr an. Ich weiß genau, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt genau, wie es weitergeht. Wir machen jetzt erstmal 1000 Treppen. Vielleicht soll ich erstmal den Grundriss machen, aber ich will erstmal so ein bisschen was. Warte mal, ein was will ich noch kurz gucken. Das müsste auf B gewesen. Nee, das war auf M. Nein, I. I. Meine Stimme, hallo? On. Dann ist ja nicht ständig so ein Bild und flimmert da so rum. So. Genau, dann machen wir schon mal den ersten Deko. Das erste Deko-Gedöns dahin. Schauen uns das mal so ein bisschen an. Nee, das macht gar keinen Sinn. Das kann aber so bleiben. Tatsächlich. Das kann so bleiben. Ja, ich muss zugeben, ich gucke immer mal wieder kurz aufs Bild, weil ich mir denke, wait a minute. Kann das so, macht das so Sinn? Ist das sinnvoll? Weißt du was, ich mache jetzt den Browser zu. So, hier, bam, hab ihn zugemacht. Jetzt kann ich nichts mehr gucken. Ja, wie gesagt, es ist ja im Prinzip kein Problem, aber trotzdem. So. Ja, geht doch schon gut los. Also, wie machen wir denn jetzt hier eine Bude? Wie machen wir denn hier eine Bude? Lasst mich überlegen. So, ich brauche noch ein bisschen Kobbel. Weiß nicht, machen wir da Steinwände oder machen wir da Holz? Ne, wir machen schon Stein, dann ist es auf allen Seiten gleich. Machen wir das bis hier hinten? Jetzt ziehen wir erstmal so eine Grundlänge rein. Also einer geht noch. Einer geht noch. So. Dann mache ich auf der Länge. Da noch eins hin. Auf der Länge. Zack, zack, zack. Ah, schon wieder was essen. So, wie sieht die Bude aus? Ist das nicht doch ein bisschen zu groß? Glaube nicht. Ich glaube, das passt so erstmal. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht ist das sinnvoll, Oaklocks mit einzubauen, ne? Ja, wie auch immer. Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nämlich schon. Denn ich habe nämlich ja erwähnt, dass ich ja schreibtischtechnisch noch was ändern will. Ich mache ja sehr viel Musik, wie der ein oder andere ja weiß. Vielleicht habe ich das ja mal irgendwann... Oh, nee. Nee, ich will bitte, dass sie auf der anderen Seite ist. Geht das? Ja, wunderbar. Da ist die gute Tür auf der anderen Seite. Perfekt. Es ist so komisch, dass wir das jetzt schon so machen. Ohne dass die eigentliche Grundstruktur hier fertig ist. Vielleicht machen wir die erstmal durch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da so einen alten Schreibtisch. An dem sitze ich auch gerade noch. Und der ist halt einfach alt. Also das ist so ein... Stell ich einfach so vor, ihr habt da so ein Schubfach. Ne, so ein kleines Schränkchen, wo drei Schubladen drin sind. Und noch so eine etwas größere Ablagefläche. So ein kleiner Raum quasi. Ne, so eine Area, wo man einfach Sachen reinlegen kann. Und da ist dann eine Platte drauf auf diesem kleinen Schränkchen. Die Platte geht dann so nach links. Und das ist der Schreibtisch. Also quasi so eine Platte und dann ist da einfach noch so ein kleines Schränkchen unten drunter. Und das ist recht klein.
Und das ist für mich mittlerweile zu klein. Die Schreibtische stehen auf dem Schreibtisch. Also die sind nicht irgendwie mit einer Monitorhalterung festgemacht. Was natürlich für den Komfort jetzt auch nicht so mega ist, muss ich zugeben. Finde ich jetzt auch eher so, ja, geht so. Boah, hier könnten wir irgendwas Cooles drunter machen. Irgendwie so hier so Sachen drunter stellen. Keine Ahnung, Öfen. Nein, besser. Viel, viel besser. Ein Treppenhaus. Dass wir quasi hier so nach unten machen. Just saying. Genau, und was soll ich jetzt sagen? Ich habe keinen Ausgang hier. Hilfe. Help. Lass mich raus hier. Würde aber schon schick hier. Jetzt wäre ich langsam müde, ey. Vielleicht soll ich doch bald mal aufhören. Ich weiß es nicht. verrückt. Ja, der Schreibtisch. Der Schreibtisch wird klasse. Also da habe ich jetzt auch schon sehr viele Ambitionen und genau, was ich erwähnt habe, ich mache ja viel Musik und habe auch viel, also einen Track habe ich schon veröffentlicht und wollte eigentlich noch welche veröffentlichen. Das war der Plan bis jetzt. Aber es ist so weit ausgeartet, dass ich habe die Tracks, die ich gemacht habe, die habe ich jemandem geschickt, der sich mit Musik auch sehr gut auskennt und der hat die auf seinem guten Equipment angehört. Und sein Feedback war einfach, ja, es ist schon sehr geil, aber das Problem ist, was ich habe, ist, dass die Qualität ja, nicht nachlässt, sondern das ist nicht gut gemixt. Oder beziehungsweise da ist in vielen Bereichen einfach zu viel, noch zu viel, also ja, ich will jetzt nicht so mega ins Detail gehen, was jetzt genau, verdammt, das Ding ist einfach, man hat ja in einem Track zum Beispiel, wenn ich jetzt so elektronische Musik erwähne, dann hast du zum Beispiel eine Kick, dann hast du eine Clap, eine Snare, eine Hi-Hat, noch mehr Hi-Hats und noch mehr Hi-Hats, dann vielleicht noch eine Bassline, eine Melodie, was gibt's denn sonst noch so, wie heißt es, ein Pad-Sound, ein Drohnen-Sound, was auch immer, du kannst ja alles einbauen, was du willst und das dann mit Effekten übersehen und die Effekte verlaufen dann im Arrangement und so. Leute, die sich auskennen, verstehen, was ich meine und man muss das natürlich auch alles korrekt mixen, weil am Ende kann es sein, dass du natürlich Sounds hast, die geil sind, aber sich gegenseitig zum Beispiel sehr, sehr, sehr böse ausspielen. Was bedeutet, dass dann Sounds teilweise zu laut sind und dann hörst du den anderen fast nichts mehr und dann. Oh, großartig. Dann ist der eine in dem einen Frequenzbereich zu laut, wo der andere dann zu leise ist, weil der andere zu laut ist, ne? Lauter so Sachen. Und ja. Das habe ich dann ihm geschickt und er hat es abgespielt bei sich und hat dann gesagt, ja, so und so ist es. Aber ich habe mir dann nur gedacht, verdammt. Ja, die Qualität ist tatsächlich nicht sehr gut. genau, und so kam es dann halt, dass ich dann gesagt habe, okay, es wird Zeit, die Qualität mal ein bisschen anzuheben. Oh, ich habe keine Erde mehr. Ups. Ja, ich teste hier gerade noch was aus. Kein Sturm. Ah, ich bin gerade noch unsicher, aber das sind die Momente, wo ich mir denke, nein, mach einfach, wie du denkst. Es kann gar nicht so falsch sein. Geht gar nicht. Ich denke mir aber auch gerade was, ne? Wie wäre es denn, wenn wir den Boden hier vielleicht eins tiefer machen? Weil ich mir gedacht habe, so eine Farm da oben wäre doch so, also ne, so ein kleines Feld einfach draußen. Wäre doch mal interessant. Ha. Es bleibt spannend, wie wir es hier machen. Ja, schauen wir mal. Ich würde jetzt erstmal gerne die Bude hier fertig machen. Okay.
Okay, ich glaube, ich weiß. Ich habe nämlich jetzt gerade Gedanken gemacht. Ich denke mal, ich weiß, was ich jetzt erstmal machen muss. Nicht schlafen, sondern. Genau, mit den Logs werden wir jetzt ein bisschen arbeiten. Denn. Also ich finde die Optik hier vorne schon sehr, sehr geil so. Das finde ich alles sehr, sehr hübsch. Das Haus allerdings fängt hier an. Ich könnte also hier jetzt Loks einbauen. Und diese Loks dann hier so rüberziehen. Und dann machen wir hier alles raus und bauen die Loks dann hier so hoch. Zack, zack. Genau, und dann haben wir hier so einen Querbalken drin. Und den könnten wir dann hier so drumrum machen, weil das hier draußen ist ja kein Haus, da steht ja da nichts drauf, aber hier. Hier wird ja was draufstehen und ich. Das ist viel zu, also das Haus ist ja dann viel zu klein. Das ist ja viel zu klein, das muss mehr nach hinten. Wenn das hier unser Living Space wird, ist das ja viel zu wenig. Ich hätte schwören können, ich habe gerade ein Portal gehört. Ich hätte echt schwören können, das war dieser Sound. Aber ich glaube, das war das Lied mit dem Bass. Krass. Auch nicht schlecht. Ich will jetzt mal sehen, wie er sich. Ich liebe diese Animation. Das ist immer so wholesome. Das ist so schön. Ja. Es ist schon sehr groß, so, ne? So ist es nicht. Aber so hätten wir dann halt auch ein stabiles Design. Ja, also die Bude wäre halt wirklich, die wäre halt hier so, die wäre hier hinten als halt sehr klein. Ja, da muss man dann halt gucken, wie man das machen will. Das hier vorne lasse ich jetzt erstmal so, weil ich selber noch nicht genau weiß, wie ich das jetzt hier umsetzen will. Es ist nur so ein Testing, Open-End-Bereich quasi. Wie machen wir das denn? Ich weiß es noch nicht. Genau, aber das wird ja, das ist wie so eine Art Keller irgendwie. Das ist wie so eine Art Keller. Machen wir das mal weg. Jetzt muss ich mal kurz abzählen. Hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich gerade mit dem Dach überlegen, wegen dem Dach am Überlegen bin, wie wir das machen. Aber ich habe da auch schon so einen Plan, der die Breite, ne, also von da nach da, völlig irrelevant macht. Also es ist dann völlig irrelevant, wie lang es nach hinten geht, weil ich würde ein Spitzdach nämlich machen, und zwar so zickzackmäßig. Nicht, dass das Haus von so, ne, von der Richtung zickzack nach da drüben geht, sondern so. Und dann kann man das völlig irrelevant der Länge, also der Länge von da nach da, können wir das völlig frei gestalten. Jetzt
muss ich halt nur wissen, wie lang. Aber ich denke mal, wenn das 8 lang ist, das ist vollkommen ausreichend. Also ich finde, die Größe finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. 8 ist auch eine sehr, sehr schöne Zahl, to be honest. Ne? Dann machen wir das. Dann machen wir das einfach so. Genau. Boah, das Gespräch mit dem Schreibtisch war ja eigentlich noch nicht fertig, ne? Stimmt ja. Ich unterbreche mich selbst. Ich bin richtig gut, weil ich mich nicht teilweise auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren kann. Ernsthaft was versuchen zu bauen und eine Geschichte mit dem Schreibtisch zu erzählen. Also, wo waren wir denn? Genau. Also, ich mache gerne Musik und die Qualität meiner Musik ist nicht sehr gut. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mein Equipment zu verbessern zu Hause. Und da dachte ich mir, ich will eh einen neuen Schreibtisch machen. Das ist sowieso, das war ursprünglich der Plan. Und so kamen wir dann drauf, okay, du brauchst Equipment. Du brauchst gute Lautsprecher und sowas, ne? Also, Nahfeldmonitore und so ein Kram. Und dann war ich so, ja, das muss dann erstmal in den neuen Schreibtisch mit eingeplant werden. Und genau, wir sind dann zu Thomann gefahren. Das ist der, ich glaube, größte Lager. Gut, ich sage jetzt gar nichts dazu, weil ich habe gefährliches Halbwissen. Ich weiß es gerade auswendig leider auch nicht. Aber Thomann ist schon sehr, 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 sehr groß, obwohl die mitten im Nirgendwo sind. Aber die haben halt Online-Versandhandel. Deshalb ist es halt sehr, sehr riesig. Also die haben auch sehr, sehr riesige Logistikhallen und sowas. Das ist schon sehr krass. Und genau, da sind wir hin. Und dann haben wir da Lautsprecher getestet. Also ich bin dann mit dem Kollegen hingefahren, der da mit den die Tracks sich auch angehört hat. Und dann sind wir da hin und haben uns da dann halt Lautsprecher angeschaut und Lautsprecher angehört. Und sind dann zum Entschluss gekommen, ja, XY-Lautsprecher wären es. Und genau, die sind jetzt in Planung. Und jetzt muss ich erstmal den Schreibtisch konzipieren, den neuen. Schön. Sehr schön. Wo kamst du her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Wo ist er denn? Noch direkt hier vor der Bude. Na, klasse. Sehr, sehr gut. Genau. Der Schreibtisch muss erstmal konzipiert werden. Da habe ich mir dann gedacht, gut, denn vielleicht ich probiere es mal, den alten erstmal nachzubauen, um quasi ein originales Referenzmodell in digitaler Form zu haben. Da muss ich mir jetzt momentan noch ein gescheites Programm versuchen und das dann lernen, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich finde da was Einfaches, was relativ, also ne, ich meine, viele Programme, die halt anspruchsvoll sind, sind jetzt nicht gerade einfach zu bedienen, aber wo man halt sagt, gut, relativ einfach zu bedienen, ne? Vielleicht gibt es da ja was, muss ich mal gucken. Und genau, und dann muss ich halt schauen, weil mein größter Wunsch ist es halt, mindestens drei Monitore hier zu haben. Ich habe momentan halt schon seit 1000 Jahren zwei Monitore und so heißt der Ton noch an. Ja, also so zwei Monitore wären halt sehr, sehr geil. Deswegen, da arbeite ich jetzt momentan darauf hin, das irgendwie zu accomplishen. Nur das Problem ist mit so Lautsprechern, die dann da zu platzieren, ist dann auch wieder die Frage, klappt das denn überhaupt? Ne, kriegt man das denn überhaupt vernünftig hin, die zu platzieren? Aber dann dachte ich mir, gut, das wird schon. Ne, deswegen muss ich erstmal einen Plan machen. Erstmal eine digitale Version erstellen und dann einfach mal gucken, okay, wie würde es aussehen und wie würde es funktionieren, wenn jetzt das, das, das und das da und da hinkommt und so weiter und so fort. Also, da wird jetzt erstmal noch viel geplant. Und wir haben keine Ersatzspitzhacke, wollte ich jetzt nochmal so erwähnen. Die müssen wir auf jeden Fall mal eine neue machen. Aber ich habe das Eis mitgenommen, ne? Ja, Mann. Zack, zack, zack. So. Easy. Weiter geht's. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich bin da sehr d'accord mit. Ja, genau. Gut, dass ich. Boah, das Knackgeräusch war gerade mein Mund. Tatsächlich, ich bin fähig, Knackgeräusche zu machen, die sehr laut sind. Sorry. genau, ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass ich auch in der ersten Folge die Sache mit diesem Autoersetzen ausgemacht habe oder mit dem Warenmodus, beziehungsweise dass das kaputtgehende Item bei 5 verbleibender Durability ersetzt wird. Da habe ich ausgemacht, weil momentan brauchen wir das nicht. Das machen wir dann irgendwann vielleicht mal wieder an, wenn wir Tools haben, die wir verzaubert haben und die halt wirklich gut sind und die nicht kaputt gehen sollten. Ich denke mal, dann ist das eine Sache, wo man sagen, gut, das kann man jetzt wieder einsetzen, aber momentan braucht das keiner. Genau. So, okay. Also der Grundriss steht.